Hallo und herzlich willkommen. Nein. Moment. Moment. So nicht heute. So. Okay. Okay. Ja, ruf mich damit gerne. Habe ich gar kein Problem mit. Die Tür ist wahrscheinlich eh zu. Die Tür ist nicht zu. Ist das eine Abkürzung gewesen, die ich... Ah, wie witzig, okay. Dann haben wir hier doch einen Shortcut gefunden. Und wo führt das hin? Oder die Frage ist, wo sind wir jetzt? Um das mal anders zu formulieren. Okay. Verstecken wir uns hier und... Ach nein! Das ist ja hier vom Anfang. Und was gibt's hier? Schweren Geldbeutel, okay. Und eine dicke Truhe. Jawollo, das sieht doch sehr gut aus. Was haben wir hier? Kaputtes Horn. Also, Giobus, kaputtes Horn. Kann in ein Prothesenmodul, Horn zieht sich zusammen, um Feinde heranzuholen. Es kann sogar einfache Rüstung von Feinden entfernen. Ja, das klingt doch mal Bombe. Mal was Neues, Fettes. Weg von hier. Jawohl! Jetzt könnt ihr mir gar nichts mehr. So, erstmal rasten. Ja, Leute, ich bin vielleicht feige. Aber jetzt haben wir den, also ich will jetzt nicht sagen den besten Skill, aber wir haben natürlich einen Skill. Wir haben einen Skill, der schon sehr heftig ist, weil wir jetzt mit jedem Tod von Gegnern Leben wieder bekommen. Also, ich habe eigentlich gedacht, ich mache das ganz easy zu Brei und hau den zu Matsche. Aber wenn davon jetzt ganz viele kommen, sehe ich momentan mit meinem ja. Sehe ich schwarz mit meinem momentanen Skill-Level, wollte ich gerade sagen. Das heißt, wir machen das jetzt sneaky-beaky und wir vermuten einfach mal, dass diese Frau hier die Stärkere ist. Okay. Nach da unten wollen wir unter keinen Umständen, so wie ich das hier sehen kann. Weil da unten sind ganz viele Gegner, die warten alle auf mich. Das hat das Spiel so geplant. Dass man sich da schön auf die Fresse legt. So, und hier ist er eben reingelaufen, ne? Ja, der ist da am Fenster, aber ist das eine Falle? Weil da vorne jemand steht. Fuck it. Okay.
Relevanz gebraucht, die ich mir vorgestellt hatte. Hier geht auch noch was. Okay, das ist keine Kiste zum Aufmachen. Dann laufen wir nochmal kurz eine Runde. Wow. Ich hab gesagt, ich wollte eine Runde laufen, nicht? Dass wir uns hier lieben sollen bis ins Ende aller Tage. So, dann sammeln wir erstmal unseren Kack hier auf und machen dann einen auf Shinobi und verpissen ihn wieder. Ah, sieh mal einer an. Ja, das haben wir jetzt nicht gekriegt. Oh. Ja, wir schummeln uns hier so ein bisschen durch. Das hat aber auch folgenden Hintergrund, weil wir diesen Skill nicht haben, von dem man so liest in meinen Büchern. Der Skill halt. Nein, natürlich werde ich jetzt wieder zurückgehen und noch alles einsammeln. Ich bin ja kein Honk. Das werde ich jetzt gleich berühren, bevor wir da in diese gruselig aussehende Tür reingehen. Okay, das wirkt nach bösen. Ja, weil wir so schön leise sind. Ich vertraue diesem Ding da so wenig. Bilde rein da und dann den ganzen Scheißklauen, den die bewachen. Okay, eine Aalleber, neue Kügelchen, oh. Und. Au! Oh. Emma, der zählt sogar auf, lieber vor dem Tor, da wird das Huschen immer lauter. Sorge dich nicht, okay. Was sind das für Sachen hier? Warum. Ich weiß nicht, was das immer bedeuten soll, wenn das hier so am Abdampfen ist da. Weil hier zum Beispiel, können wir das am Fenster machen? Nein, können wir nicht. Hä? Habe ich irgendwas? おじい様のご様子はどうだ?おう。一心様は命を保っておられるのが。ですね。ですね。Das wir den da jetzt sehen, finde ich heftig. So. Bin ich jetzt auch so sehen schon zum Boss gelaufen oder was zum letzten? Mikoyo. もう一度言う。 父の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび破れるとも、命を落とし、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。Bin ich? Nein, ich bin nur noch gar nicht stark genug. Der wird mich so zerstören. Okay, wir kämpfen trotzdem mit allem, was wir haben. Meil.
Oh, okay. Ah, du weißt genau Bescheid, dass ich wieder auch verstehen kann, der kleine Spacken. Okay, okay. Der ist auf jeden Fall machbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht erwartet, dass ich den so gut bekämpfen kann. Ich weiß dann noch nicht, ob in der zweiten Phase vielleicht irgendwas auf mich wartet, womit ich gar nicht rechne. Aber prinzipiell machbar. Habe ich nicht erwartet. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt, glaube ich, nachdem wir wissen, dass da schon der auf uns wartet, warte mal, was ist denn da hinter dieser Tür? Mein lieber Freund. So, kurz mal hier die Hände parat machen. Jetzt beginnt nämlich der Fight gegen den Elite-Kämpfer da. Der ist eigentlich, also der ist halt, der hat halt viel Damage. Und ist sehr schnell. Okami-dono. Okay, mach's gut. Hallo, mein Freund. Bist du wieder am Husten? Mach dir nichts draus. Geladener Speer, das hört sich doch sehr gut an. So noch sieben, mein. Kore wa. Omae sa sore ga yo wa wakatmattaku. Aha. Ach cool, guck mal, da können wir ja noch viel mehr coole Sachen machen. Das freut mich. So, jetzt wo wir das so viel verbessert haben, gehen wir nochmal beten. Weil wir müssen nämlich jetzt endlich mal den Speertypen da machen, damit wir den besiegt haben und dann mal den Weg da weitergehen. Weil wir sind zwar beim brennenden Haus dahinter, bei dem Fetten, das ist auch schön und gut, aber das bringt uns für die Situation erstmal gar nichts. Ne? Das ist so asozial mit den beiden zusammen. Ja.
Endlich! Danke für die Gebetsperle. So. Okay. Hier sind wir jetzt am brennenden Eingang. Aber erstmal gucken wir mal, ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt, wo man konsumieren kann. Anscheinend nicht. Dann gehen wir einfach mal durch den Haupteingang hier. Hallo. Ich nehme mal, mit dem haben wir zum Beispiel auch nicht geredet. Ach, das ist der Vater. Der Vater. Also der Vater nicht, der den vom Schlachtfeld geholt hat. Okay, jetzt brennt das der Eingang natürlich hinten auch. Ja, dann gehen wir nach da oben. Ja, hier kommt man wirklich relativ schlecht durch, muss ich schon sagen. Ach, sieh mal einer an, da ist sogar was festgemacht, damit wir hier wie ein Ninja lang springen können. Boah, bis zu dem Moment, wo wir es dann nicht mehr schaffen. Okay. Achso, das ist hier, wo wir auch schon gewesen sind. Das nehmen wir jetzt als Aufwaffenmittel, um gegen ihn zu kämpfen. Mal schauen, ob wir das so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen. Wow. Könnt ihr bitte so fucking schnell sein, dass ihr das so schnell seht. Ja? Ihr seid doch kein Elite-Kämpfer, so wie ich. Ich bin doch ein Meister-Shinobi. Und als Meister-Shinobi sollte man doch ganz entspannt so die ausdrücken. Ja, heute kommen wir und macht der ewigen. Endlich! Okay. Dafür brauche ich die,
kann ich auch in das Hinterzimmer gehen. Also ihr könnt da draußen bleiben mit euren Schildern. Das macht mir eigentlich gar nichts. Ob ihr hier drin seid oder draußen. Macht ein bisschen schön. Das mit der Wand auf sich, kann ich da jetzt. Ich bin so ein Ninja, ne? Ich bin so ein Ninja. Okay. Okay, ein bisschen Geld. Aber ganz ehrlich, besser für Geld als gar nichts. Eine schöne Truhe. Was haben wir denn da? Eine neue Gebetsperle, wunderbar. Besser kann es gar nicht werden. Und göttliches Konfetti. Okay, hier kann man nichts erwarten. Das sind quasi die die Schattenwände von Dark Souls. So. Hier sind jede Menge Leute tot. Das heißt, der richtige Gegner kommt jetzt erst noch, oder wie habe ich das zu verstehen? Da vorne. Ja, ich glaube schon. Ja, wenn wir das einmal gemacht haben, dann machen wir den nächsten da direkt auch noch hinterher. Oder? 32 Embleme. 80 haben wir jetzt auf Lager mittlerweile. Sieht ganz, ganz passabel aus, würde ich ganz stark behaupten. Achso, da vorne stehen sie jetzt am Eingang und sind für die Begrüßung bereit, sozusagen. So, wen haben wir denn noch hier? Okay. Na, dann machen wir das jetzt so, bevor wir jetzt da reingehen und, keine Ahnung, uns ins nächste Abenteuer stürzen, beenden wir an der Stelle hier die Episode. Genau, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und nächstes Mal geht's dann weiter mit eventuell dem Boss oder was auch immer da hinten auf uns wartet. Macht's gut und bis dann!